Ja, ja. Ja, ja. Bundesamt für Verfassungsschutz, ja. Wer will mich sprechen? Der Pressesprecher der AfD. Was ist das denn dann? Lügenpressesprecher. Schicken Sie ihn rein. Guten Tag. Ja, was ist das? Das ist eine Mappe. Mhm. Da geht es um einen Artikel. Ah, mein Präsident, Herr Maaßen, der oberste Verfassungsschützer, der berichtet, indem er erklärt, dass die AfD nicht zu beobachten ist, weil es in der Partei keine Rechtsextreme gäbe, die steuernden Einfluss hätten. Ja? Ich mache mir Sorgen. Verstehen Sie, wir sind eine brandgefährliche Partei für die Bundesrepublik Deutschland und Sie beobachten uns nicht. Ich dachte, Sie sind der AfD-Pressesprecher. Es klingt ja fast so, als ob Sie beobachtet werden wollen. Natürlich. Hören Sie mal, ich muss für die Bundestagswahl 2017, muss ich verdammt noch mal diese ganzen Protestwähler mobilisieren, die gegen das System sind. Was glauben Sie, die nehmen uns ja natürlich erst ernst, wenn wir vom Bundesamt für Verfassungsschutz auch beobachtet werden. Also beobachten Sie uns. Ja, wir können jetzt nicht jeden wildgeborenen Schützenverein beobachten. Also, Sie wollen sich ja wohl nicht mit den harten Jungs von der NPD vergleichen, was? Pass mal auf, ich lese Ihnen mal was vor. Von der NPD unterscheidet die AfD sich vornehmlich durch das bürgerliche Unterstützerumfeld, nicht so sehr durch Inhalte. Na? Die Taz kann ich auch selber lesen. Ja, das hat nicht die Taz geschrieben, sondern ein AfD-Politiker aus Baden-Württemberg. Hier, Dubravko Mandic. Na, der Mann muss das sagen. Der ist Rechtsanwalt. Aber sonst habe ich von dem noch nie gehört. Okay, passen Sie auf. Von dem haben Sie bestimmt schon gehört. Björn Höcke, das ist unser bester Mann. Hier, Thüringen, AfD-Landesvorsitz. Und der Mann, an dem kommt im Moment an der AfD keiner mehr vorbei. Wer Karriere machen will, muss an ihm vorbei. Und dieser Mann, das ist das Tolle, voll ausgebildeter Rassist. Hier steht er als Lehrer für Geschichte. Das macht es ja so schlimm. Er handelt mit Vorsatz. Verstehen Sie, er erzählt die ganze Zeit Geschichten vom Widerstand gegen die Auflösung Deutschlands. Und dann träumt er von einer Tatelite. Endlich mal ein Politiker, der zupackt. Nein, Tatelite. Wisst ihr in der Geschichte, wer sich selbst als Tatelite bezeichnet hat? Die SS. Die SS. Na, vielleicht ist es in einem Geschichtsunterricht nur bis 33 gekommen. Okay, pass auf. Höcke macht das doch nicht alles aus Zufall. Höcke hat neulich, das müssen Sie, der hat eine Rede gehalten, da hat er gesagt, der Afrikaner an und für sich, ja, würde sich so schnell und übermäßig vermehren, weil, pass auf, er zum Ausbreitungstypus R gehört oder Fortpflanzungstypus, irgend so ein. Gehört er nicht? Nein. Biologen bezeichnen damit Mikroben und Ratten. Das ist Rassismus. Ich meine, rassistischer als ein Tiervergleich. Das geht doch nicht. Kommen Sie, beobachten Sie uns. Also, ich habe gelesen, dass Frauke Petri im Spiegel gesagt hat, er hätte sich entschuldigt. Naja, pass mal auf. Er hat das viel geschickter gemacht. Er hat geschrieben, ich bedauere, wenn meine Aussagen zu Fehldeutungen geführt haben. Das heißt, er bedauert nicht, die Aussagen gemacht zu haben? Sondern nur, dass sie so verstanden wurden, wie sie gemeint waren. Der Mann kann gar kein Rassist sein. Wieso denn nicht? Ja, Ihr Fraktionschef in Baden-Württemberg, der Professor Jörg Meuthen, der hat gesagt, Höcke sei kein Rassist. Zitat, mit einem Rassisten wäre ich in keiner Partei. Sehen Sie, da müssen Sie mir schon was Besseres liefern als jemanden, der in Biologie noch schlechter ist als Sarrazin. Okay, also hör mal auf, ich hab was. Ja. Sie sind ein harter Hund, aber ich habe jemanden, pass auf, was ist, wenn ich Ihnen erzähle, was das Höcke nur quasi eine Art Einfallstor ist für neurechte Ideologie in die AfD? Ah, wer ist das denn? Das ist Götz Kubitschek. Was macht er denn da mit der Ziege? Weiß ich nicht, er melkt sie, oder? Ziegen kann man auch melken? Erstaunlich vielseitig, diese Tiere. Kann ich das Foto haben? Zur Beobachtung. Hören Sie, Götz Kubitschek ist ein neurechter Verleger und, pass auf, Dudes-Freund von Höcke. Ach, Dudes-Freund, das heißt auch nichts. Doch, das heißt was, wenn man weiß, dass Kubitschek seine eigene Ehefrau zu Hause sieht. Das mache ich auch. Seit der Scheidung. Hier steht, Kubitschek ist gar nicht Mitglied der AfD. Ach, das muss er auch gar nicht. Er versorgt die AfD-Parteimitglieder mit völkischen Pamphleten wie dieser Zeitschrift Sezession. Er brüstet sich, dass er massenhaft AfD-Mitglieder in seiner Ideologie geschult hat. Dazu hat er eigens das Institut für Staatspolitik gegründet, wo wiederum, jetzt halten Sie sich fest, Höcke seine Afrika-rassistische Rede gehalten hat. Wenn das kein Netzwerk ist, beobachten Sie uns. Das klingt ja alles ganz interessant, aber was hat das jetzt mit der Ziege zu tun?
Nichts, sondern mit einer Ideologie, die versucht wird, über Höcke in die AfD einzuspeisen. Ach, und welche Ideologie? Eine völkische. Verstehen Sie, man träumt von einem reinen Deutschland, das sich mit anderen Völkern nicht vermischen darf. Ja, was ist denn dann mit den Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, die in unserem Land leben? Sehen Sie, Kubitschek sagt, dass Deutsche mit ausländischen Wurzeln nur dann Deutsche werden können, wenn sie bereit sind, sich für Deutschland erschießen zu lassen. Was, also nur ein toter Migrant ist ein guter Deutscher? Das ist die Einbürgerungspolitik, von der die Neurechten träumen. Und wie soll das umgesetzt werden? Ja, sehen Sie, Kubitschek hasst Parteiarbeit. Er will eine nationale Bewegung. Ja, aber die AfD ist doch eine Partei. Noch. Was ist das denn? Das ist die Erfurter Resolution. Höcke, die Bauchrednerpuppe von Kubitschek, will aus der Partei eine nationale Widerstandsbewegung gegen die Aushöhlung der Identität Deutschlands machen. Er spricht von Fundamentalopposition. Fraktionen, das sind für ihn nur Geldquellen. Mensch, merken Sie hier nicht, was das ist? Ein Angriff auf das parlamentarische System, das Sie vorzugeben zu schützen. Beobachten Sie uns endlich. Also das mit der Ziege ist ja ganz interessant, aber... Aber der Rest... Hören Sie, was sollen wir denn noch alles machen? Europaweit vernetzen wir uns, SVP, FPÖ, Front National und Sie sitzen... Moment mal, Front National? Die haben eine antikapitalistische Wirtschaftsposition. Ja, meinetwegen, also... Und die Leute wollen eine Verstaatlichung der Banken, ja, eine Kontrolle der Kapitalverkehrsströme, das Schlagen des Finanzmarktes. Das ist mir doch egal. Das ist Linksextremismus. Und mit diesen Leuten stehen Sie in Verbindung? Ja. Warum sagen Sie das nicht gleich? Ich brauche Namen, okay, Adresse, das ist endlich Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Sie müssen gucken, dass Sie...